Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, wir wollen uns heute mal mit einem Teilbereich der Fotografie beschäftigen. Wer kennt es nicht von uns, hat irgendein schönes Motiv auf der Modellbahnanlage, kriecht quasi förmlich in dieses Motiv hinein, also die Kamera, die war hier nur wenige Zentimeter von der Lok entfernt. Ja, und dann ist eben die Lok scharf und der Hintergrund nicht. Das ist sehr bedauerlich und es gibt verschiedene Tricks, wie man diesen Effekt zumindest abmildern kann. Also einer ist natürlich deutlich weiter weggehen, ein anderer ist, bei der Blende einen möglichst hohen Zahlenwert einzustellen und dann die Kamera, ne, einfach machen zu lassen. Dazu braucht man meistens ein Stativ, weil dann, wenn ich die Blende entsprechend verändere, die Belichtungszeit hochgeht und die Gefahr ist, dass ich das Bild verwackle. Beim Handy ist diese Methode nur sehr eingeschränkt möglich, weil die diversen Apps dann meistens nicht den vollen Zugriff über das Kameramodul bekommen. Ja, es geht aber. Na, also wie wir hier auf dem Bild sehen, die Lok ist scharf. Die drei Wagen sind scharf. Es gibt zwar hier noch unscharfe Bereiche im Bild, liegt einfach daran, dass hier die Methode, sozusagen, dass hier mit freier Hand fotografiert wurde. Eigentlich braucht man ein Stativ. Deshalb gab es hier so ein leichtes Problem. Aber wie wir dieses Problem lösen, davon handelt dieses Video. Ja, das Geheimnis dahinter, das nennt sich Stacking. Stacking ist eine Methode, die kommt aus der Mikrofotografie, also man fotografiert durch ein Mikroskop, hat dort irgendwelche Objekte, die durch die Vergrößerung einen tiefen Schärfebereich von manchmal nur Zehntel oder Millimetern haben. Und dort macht man Folgendes: Man fotografiert mit verschiedenen Schärfeebenen, macht also mehrere Fotos und hat dann ein sogenanntes Stacking-Programm, was dann sozusagen die Bilder, die Einzelbilder zusammensetzt und dort praktisch eben nur die scharfen Bereiche in das Bild einfügt. Ich habe dazu mal einen kleinen Versuchsaufbau gemacht. Ich habe hier eine Spiegelreflexkamera, dann habe ich hier ein Modul mit einer Baureihe 18.0 von Gützold und zwei Wagen, einen Packwagen, einen badischen Packwagen von Lilliput und einem französischen Schnellsuchwagen, die bei mir gerade in der Vitrine herumstanden. Ja, dann haben wir hier die Kamera. Das ist eine Spiegelreflexkamera, die wir jetzt hier mal aktivieren. Da haben wir hier das Bild. Und können jetzt hier auf den Display, das würde ich natürlich allerdings eher empfehlen, da jetzt den Schärfering zu nehmen, dass wir da verschiedene Bilder in verschiedener Tiefenschärfe macht. Ja, an der Kamera haben wir jetzt hier eine Halbautomatik eingestellt. Das bedeutet, wir haben uns jetzt auf eine Blende festgelegt. Das ist hier die Blende 25, das ist also alles, was die Kamera hergibt. Und die Kamera wählt jetzt automatisch die Belichtungszeit. Weiß nicht, ob das jetzt 8 Sekunden sind oder ein 8, da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Wichtig ist, dass die Kamera dann auf Zeitauslöser steht. Das heißt also, ich löse aus und 2 Sekunden später macht die Kamera das Bild, dass man also nicht an der Kamera herumwackelt, weil sonst könnte das hier problematisch werden, dass also die Bilder verwackeln und dann sind sie unbrauchbar. Ein kleiner Fehler hat sich hier auch eingeschlichen. Also ISO 12800 ist natürlich ein Wert, den man dringend wieder rausnehmen sollte. Also ich habe das dann auf 200 gestellt und weil sonst die Bilder zu sehr körnen. Ja, hier ist wieder Auto eingestellt, aber wie gesagt, der greift sich das dann wieder diesen Wert und das ist natürlich nicht so schön. Ja, und dann wandern wir hier zu Sachen und ist in dem Fall können wir das hier mit dem Finger machen. Wandern wir hier durchs Bild und sehen, dass jetzt schon ist vorne unscharf, hinten scharf
und erzeugen jetzt auf diese Art und Weise einzelne Bilder. Ich habe das natürlich jetzt bloß angetippt und nicht wirklich so fotografiert. Ja, so sieht das fotografierte Einzelbild, also zumindest das erste Bild dann aus. Wir haben durch den Blendenwert zumindest schon mal die halbe Lokscharfe gekriegt. Wenn wir hier mit, was weiß ich, Blende 8 dran gegangen wären, dann wäre das nicht so scharf geworden. Ja, und dann lassen wir die einzelnen Bilder mal durchlaufen. Man sieht also, der Schärfepunkt wandert dann immer von vorn nach hinten. Wer keine Spiegelreflexkamera hat, kann natürlich auch das Handy nehmen. Hier mal so eine Foto-App auf dem iPhone. Da geht das natürlich genauso. Das Handy sollte man auch ins Stativ nehmen. Also wenn man es nicht macht, dann gibt es ein paar, eventuell ein paar Probleme. Das sehen wir aber nachher noch. Ja, hier natürlich genau das Gleiche. Durch das Bild wandern. Immer einen neuen Schärfepunkt suchen, also hier natürlich von Wagen zu Wagen und sich da vortasten und dann die Einzelbilder so machen. Dass dann irgendwelcher Krempel dahinter steht hier, das bitte ich mal zu entschuldigen. Das soll jetzt auch kein Schönheitswettbewerb werden, sondern es geht dann um die Methode. Auch hier nochmal die Einzelbilder im Schnelldurchlauf. Damit die Bilder dann so aussehen, müssen sie in das Stacking-Programm. So, was haben wir jetzt zu tun? Wir haben jetzt hier unsere Dateien. Die sind jetzt hier schon grün hervorgehoben und dann haben wir ein Programm namens Focus Stacker. Ich kann das jetzt leider nur für den Mac zeigen. Für den PC müsst ihr dann leider, ja, müsst ihr dann mal googeln, was es da für Alternativen gibt. Es gibt da hundertprozentig auch Programme, die das können. So, das ziehen wir jetzt hier rein. Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Tja, und wir sind fertig und schauen uns das Ergebnis an. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Also ich sehe jetzt hier auf dem Bild keine unscharfen Bereiche. Das heißt, unser Experiment ist gelungen. Wir haben also einen Zug, ne, also einen Modellbahnzug, der vom Puffer, ne, bis zum letzten Wagen scharf ist. Ne, wir können hier auch nochmal vergrößern. Ne, also das denke ich mir mal, ist dann eine gangbare Methode, wenn man denn den Staub von der Lok entfernt, bevor man sie fotografiert. Aber ich habe jetzt keine Lust, das nochmal anzufangen. Zurück zu den Ausgangsbildern, die übrigens entstanden sind während, naja, Veranstaltung will ich es jetzt nicht nennen. Wir haben also mit zwei anderen Modellbahnkollegen so eine Art Weihnachtsfahren gemacht. Und das ist also bei einem der Kollegen zu Hause. Ich hoffe, dass wir da in absehbarer Zeit mal so eine Art Anlagenvorstellung hinbekommen, wo ich dann mal die ganze Anlage vorstellen kann. Er möchte allerdings noch ein paar kleine Stellen noch kaschieren. Das ist das eine. Das andere hatte ich ja gesagt, wir kommen dann noch dazu, dass es dann ab und zu mal das eine oder andere Problem gibt. Hier haben wir eins der Probleme, also kurz hinter dem Zaun ist eine ganz kleine Stelle unscharf. Das passiert A, wenn man, naja, das halt mit dem Handy macht und ohne Stativ und B, wenn man also diese Einzelbilder zu weit auseinander nimmt. Das war hier scheinbar der Fall. Die Lok ist übrigens eine 5K, das sollte die Nachfolgerin der 4K werden, die hat sich aber eben nicht bewährt und ist daher relativ zeitig wieder ausgemustert worden. Die Lokomotiven haben also die Epoche 3 dann nicht mehr erlebt. Auch das ist ein Stacking-Bild, allerdings aus viel weniger Bildern. Also hier ging es wirklich nur darum, die beiden Lokomotiven scharf zu stellen und nicht den Hintergrund. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn man hier ohne Stativ arbeitet, dass dann die Gefahr, dass da irgendwas schief geht, deutlich geringer ist.
Hier ist ein kleiner Fehler im Bild. Das sehen wir ganz auf der rechten Seite. Sieht das Gleis ein bisschen merkwürdig aus. Das passiert vor allem im Randbereich, wenn man das freihand macht und die Bilder dann nicht genau übereinander liegen. Es handelt sich hier bei diesem und dem letzten Bild übrigens um die Baureihe 75-5. Das ist die sächsische 75. Die 75 gab es ja von mehreren Länderbahnen. Und entgegen meiner früheren Verlautbarung wird es wahrscheinlich dann in diesem Jahr noch ein Video der Baureihe 75 geben, also eine Vorstellung dieser Baureihe. Das ist fast schon eine Lokomotivausstellung. Also wir haben hier in der Mitte eine 4T, das ist die sächsische Baureihe 71, also genau genommen 713. Und links und rechts ist dann je eine 5T, also Baureihe 89. Und zwar ist das links die vorletzte Bauform und rechts eine etwas ältere Bauform. Aber wir wollten ja hier mal auf die Fehler schauen, die beim Stacking passieren können. Auch hier haben die Bilder nicht exakt übereinander gelegen, weil ich das eben aus der freien Hand gemacht habe und kein Stativ mit hatte. Wir sehen also hier am weichen Bereich, dass da nicht die Weiche falsch gebaut wurde, sondern das ist ein Fehler im Programm, das hier die Bilder falsch zusammengesetzt hat. Wobei Fehler im Programm ist ja auch schon wieder falsch, denn es lag ja an den Bildern, die nicht deckungsgleich waren. Da kann ja das Programm nichts dafür. Hier ist dann sozusagen der extremste Fehler von allen. Also hier ist ein regelrechter Knick im Gleis, der natürlich in der Realität nicht da ist. Ne? Das Gleis ist schon gut verlegt, aber auch hier ist, also das liegen die Bilder nicht exakt übereinander. Wir sehen auch an dem Wagen, der hier die Schlussscheiben dran hat. Das ist also ein vierte Klasse sächsischer Personenwagen. Das ist ein kleines Modell von Packard. Und wir sehen, dass der also auch so einen ganz leichten Knick hat. Na, da ist also auch ein Fehler. Wir haben auch trotzdem Stacking im Hintergrund dann teilweise unscharfe Bereiche. Da ist also hier bei dem Bild einiges schief gegangen. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch hier mal auf Ideen gebracht, das vielleicht bei der Modellbahnfotografie auch mal auszuprobieren und dann wirklich extrem tiefenscharfe Bilder zu machen. Nehmt bitte ein Stativ und sei es nur so ein kleines Handy-Stativ, was man auch mal auf die Anlage stellen kann. Ja, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.